Und deshalb plädiere ich ganz stark dafür, dass man prüft, ob es nicht Sharing-Modelle geben kann. Und nicht immer die großen Veränderungen zu suchen, sondern eher so, ja, das Kleine nach und nach zu machen. Ein Motor kann man relativ schnell verändern, aber Verkehrsinfrastruktur zu verändern, dauert. Oder Verkehrsmobilitätsroutinen zu verändern, dauert. Man muss in die Köpfe rein. Einer muss es ja machen. Wie weiter nach der Pandemie? Verantwortung der Wissenschaft für die Zukunft. Ein Podcast der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler in Kooperation mit der Zeitstiftung. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Einer muss es ja machen. Hier diskutieren erfahrene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, also die, die es hier machen, mit jungen Nachwuchswissenschaftlern und Nachwuchswissenschaftlerinnen, also die, die es zukünftig machen werden. Und in der Reihe sprechen wir über die großen Herausforderungen und Themen, die uns alle betreffen. Klimawandel, Digitalisierung, Energiewende. Dabei wollen wir das Wissen und die Erfahrung der weisen Menschen aus der Wissenschaft anzapfen. Ganz verständlich, ganz persönlich. Und wir wollen es mit jugendlicher Neugier und deren Fragen kombinieren, um Antworten zu bekommen. Was ist der Stand der Wissenschaft? Was tut eine verantwortliche Wissenschaft? Und wie kann man sich einbringen? Heute diskutieren wir über das Thema nachhaltige Mobilität und Stadtentwicklung. Ich bin Maria Reinisch, Geschäftsführerin der VDW, der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler, die auch für VDW steht, also Verantwortung der Wissenschaft. Und ich freue mich, dass heute die Professorin Elke Pall-Weber und Professor Manfred Fischedick mit uns sind und sich den Fragen von der Nachwuchswissenschaftlerin Katharina Köppel stellen. Kurz zum Ablauf. Ich werde zu Beginn die Gäste vorstellen. Dann kommt eine Schnellfragerunde, um uns schon mal auf das Thema einzustimmen. Dann werden wir strategisch übergeordnet das Thema adressieren. Und dann wird Katharina Köppel die beiden mit ihren Fragen löchern. Starten wir mit Elke Pall-Weber. Sie ist Professorin, sie ist Architektin. Sie hat das Institut für Stadt- und Regionalplanung an der TU Berlin geleitet. Sie entwickelt seit vielen Jahren Projekte zur klima- und umweltfreundlichen Quartiers- und Stadtplanung. Überall in der Welt. Egal ob in München oder Mannheim, in Vietnam oder Indien oder dem Iran. Überall ist sie unterwegs. Die Gestaltung von nachhaltigen und smarten Architekturen für die Menschen und für die Umwelt gehört zu ihren Spezialitäten. Und als Seglerin weiß sie, man muss den Wind und das Wetter lesen, aber auch den Kompass, wenn man gut ans Ziel kommen will. Und diese Weisheit bringt sie auch in ihre Arbeit ein, denn auch in Städten ist das gesellschaftliche Klima wichtig. Ihr Motto ist es, aus Lebensträumen Lebensräume zu entwickeln. Und damit das klappt, hat sie Urban Design Thinking Workshops entwickelt, um mit den Menschen die Stadt der Zukunft zu gestalten. Elke, wie passt das zusammen? Auf der einen Seite Segeln auf einsamer See, und auf der anderen Seite pulsierende Städte mit vielen Menschen und widersprüchlichen Interessen und diese nachhaltig zu entwickeln. Das passt ganz wunderbar zusammen, weil zwischendrin muss man den Kopf frei kriegen, sich durchpusten lassen und dann hat man wieder frische Ideen für das Miteinander mit anderen Menschen. Ja, die frischen Ideen hat sicher auch Professor Manfred Fischedick. Er ist der Zweite im Bunde. Seit 2020 ist er wissenschaftlicher Geschäftsführer des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt und Energie. Außerdem ist er Professor an der Schumpeter School of Business Economics. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Energiesystemanalyse, Szenarioanalyse, Strategien zur CO2-Reduktion und die Bewertung nationaler und internationaler Energie- und Klimapolitik. Aber
auch die Entwicklung von Märkten und unternehmerischen Chancen im Bereich von Clean Technologies. Das ist ein ziemlich breites Spektrum. Auf seine Expertise und sein Wissen zählen viele wissenschaftliche Organisationen. So ist er beispielsweise koordinierender Leitautor im Weltklimarat IPCC. Sie kennen sicherlich deren richtungsweisenden Berichte, aber auch die Politik hört auf seinen Rat. Bei der EU, bei der Bundesregierung und auch verschiedene Landesregierungen, wie beispielsweise Nordrhein-Westfalen. Dort hat er den Klimaschutzplanungsprozess aus wissenschaftlicher Sicht federführend begleitet und hat auch ein virtuelles Institut für die Erforschung von nicht technischen Effekten des Transformationsprozesses der Energiewende aufgebaut. Was sind eigentlich nicht technische Effekte und warum braucht man die, Herr Fischedick? Ja, das ist eine gute Frage. Wir wissen aus der Beobachtung von Transformationsprozessen, dass es eben keine rein technische Aufgabe ist. Und es geht um Fragen eben auch der Beteiligungsmuster, geht um die Entwicklung von Geschäftsfeldern, es geht um Fragen der gesellschaftlichen Akzeptanz, um Aspekte der Sozialverträglichkeit. Das sind alle wesentliche Dinge, die man braucht und die man im Hinterkopf haben muss, wenn man zum Beispiel versucht, die Energiewende in die Umsetzung zu bringen. Und das heißt eben auch umgekehrt, es braucht nicht nur technologische Innovationen, sondern eben auch soziale Innovationen. Und darum kümmert sich unter anderem dieses virtuelle Institut. Soziale Themen, das passt sehr, sehr gut zu Katharina Köppel, die beiden herausfordern wird. Katharina kommt aus Bayern. Eigentlich ist sie ausgebildete Erzieherin, aber nach einem Jahr Arbeiten in Neuseeland studiert sie an der KU Eichstätt-Ingolstadt Soziale Arbeit und schreibt gerade ihre Bachelorarbeit im Kontext von Gefährdetenhilfe. Das ist ein Bereich, in dem sie sich auch ehrenamtlich engagiert. Und was interessiert sie außerdem? Die Digitalisierung von Sozialberufen, unterschiedliche Kulturen, aber auch Antworten auf die großen Herausforderungen, vor denen wir als Gesellschaft stehen und welche Lösungen es dafür gibt. Und genau deswegen ist sie auch in der jungen VDW aktiv. Denn für kleine Herausforderungen braucht sie keine Hilfe. Wenn sie beispielsweise auf einer südpazifischen Insel festsitzt, weil die Reisedokumente gestohlen wurden, naja, das ist sicher nicht der schlechteste Ort, wo man gezwungenermaßen strandet, oder? Nee, überhaupt nicht. Wenn es aussieht wie in der Raffaello-Werbung, dann bleibt man da natürlich gerne. Ja, liebe Katharina, jetzt freue ich mich dann schon auf deine Fragen an die beiden. Aber bevor wir ins Thema starten, kommen wir wieder zu unserer beliebten und von vielen schon erwarteten Schnellfragerunde. Die ist ziemlich einfach. Ich gebe immer zwei Möglichkeiten vor und jeder von euch entscheidet seine Antwort. Und weil es Schnellfragerunde heißt, ist es auch ganz einfach. Ihr müsst einfach nur schnell antworten. Und einfach nur das Wort wiederholen. Und wenn nichts passt, habt ihr zweimal insgesamt die Möglichkeit, keins zu sagen. Jetzt machen wir mal einen Test. Punkt oder Komma? Punkt. Komma. Punkt. Wunderbar. Und es hat sich schon eine perfekte Reihenfolge entwickelt, nämlich von Hamburg mit Elke Pahl-Weber gehen wir über Wuppertal und Herrn Fischedick nach Bayern mit Katharina Köppel. Also, los geht's. Stadt oder Land? Stadt. Land. Stadt. Wissenschaft oder Intuition? Wissenschaft. 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 Flugzeug oder Deutsche Bahn? Elektrisches Flugzeug. Deutsche Bahn. Beides. Beides. Jetzt gibt es nur noch einmal die Möglichkeit, keins oder beides zu sagen, ja? Also die Beides-Regel haben wir seit Herrn Grassl eingeführt. Grünstreifen oder Parkplatz? Grünstreifen. 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 Ihr seid euch ja sehr ähnlich. Öffentlicher Nahverkehr oder Fahrrad? Fahrrad. Beides. Öffis. Okay, jetzt haben wir schon zweimal beides. Muss ich mir merken. Carsharing oder öffentlicher Nahverkehr?
Öffentlicher Nahverkehr. Öffentlicher Nahverkehr? Auch öffentlicher Nahverkehr. Kleines Kreuzfahrtschiff oder großes Containerschiff? Keins. Keins. Auch keins. Oh, jetzt habt ihr aber schon nur noch keinmal keins. Nur noch die Elke Pallweber hat noch einmal die Chance, das zu sagen. Und die Fragen wären frecher, ja? Jetzt wechseln wir auch. Jetzt fängt der Herr Fischedick an und die Reihenfolge dann bleibt wieder gleich, ja? Fachzeitschrift oder Social Media? Social Media. Social Media. Fachzeitschrift. Homeoffice mit Landleben oder Office mit Kantine? Homeoffice mit Landleben. Auch Homeoffice. Office mit Kantine. Autofreie Stadt oder mückenfreie Stadt? Autofreie Stadt. Mückenfreie Stadt. Autofreie Stadt. Jetzt die letzte Frage, Natur oder Museum? Natur. 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 Jetzt haben wir ja schon in der Schnellfragerunde ganz viel über eure Sichten kennengelernt und die Unterschiede und auch die Themen, die gleich sind. Und es ging ja auch schon ganz viel eigentlich auch um die Themen, die in Städten zu tun haben oder die mit Mobilität auch zu tun haben. Und bevor die Katharina Köppel ihre Fragen stellen wird, wollen wir ganz kurz nochmal über das Thema sprechen. Elke, was ist eigentlich nachhaltige Stadtentwicklung? Nachhaltige Stadtentwicklung ist ein Begriff, den es schon relativ lange gibt. Er ist auf der UN-Konferenz 1996 in ein international unterzeichnetes Dokument gekommen, fortgeschrieben von der Nachhaltigkeit in der Naturentwicklung in der Rio-Konferenz 92. Und es bezeichnet einen Gleichklang ökonomischer, ökologischer und sozialer Gegebenheiten, wobei damals bei dieser Konferenz, ich durfte dabei sein, viele Länder gesagt haben, das reicht nicht, auch kulturell muss eine Balance da sein. Das ist häufig falsch verstanden worden, weil diese Balance bekommt man natürlich nicht hin, ohne Konflikte sichtbar zu machen. Eine soziale und ökologische Lage kann konfligieren. Umweltschutz kostet vielleicht so viel Geld, dass arme Menschen das nicht bezahlen können. Oder ein ökonomisches Thema stimmt dann nicht, sodass man häufig, wenn man das als so einen Korridor sieht, in dem man sich bewegen muss, man sich nur auf einer Seite bewegt hat. Das heißt, dieses Thema Nachhaltigkeit war zwar immer da, aber es hat nicht immer wirklich in der Umsetzung geklappt. Deshalb kennen wir es auch nun auch schon so lange. Und die Erfolge davon können sich eigentlich nicht sehen lassen. Herr Fischedick, man sieht es nicht auf dem Podcast, aber Sie haben genickt. Das sage ich jetzt einfach für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Warum kann sich das nicht sehen lassen? Oder wie sehen Sie das? Ja, vielleicht machen wir das einfach mal an. Beim Thema Klimaschutz fest, wenn es einen Bereich gibt, wo insbesondere in Deutschland, aber eigentlich gilt das auch für die internationale Ebene, zu wenig passiert ist, dann ist es der Bereich Verkehr, / Mobilität. In Deutschland sind die Emissionen im Verkehrsbereich, also die Treibhausgasemissionen zwischen 1990 und 2019 nicht gesunken, sondern sogar gestiegen, wenn auch nur um 2%, aber sie sind gestiegen, während sie in allen anderen Sektoren gesunken sind. Und wir alle wissen ja, dass wenn wir den Klimawandel stoppen wollen, müssen wir drastisch runter mit den Emissionen. Und da ist natürlich ein Sektor, in dem 30 Jahre lang quasi nichts passiert ist, genau Fehl am Platze. Und deswegen ist ganz klar im Bereich Nachhaltigkeit, wenn man das mal hier verkürzen will, auf den Klimaschutzbereich viel zu wenig passiert, obwohl wir ja in den 30 Jahren viele, viele technologische Verbesserungen gesehen haben. Die Autos sind im Prinzip ja besser geworden und bräuchten eigentlich weniger Kraftstoff. De facto brauchen sie aber fast genauso viel wie vor 30 Jahren, weil sie eben schwerer geworden sind, weil sie komfortabler geworden sind, weil sie leistungsstärker geworden sind. Also all das, was wir unter dem schönen Begriff des Rebounds zusammenfassen. Und deswegen stehen wir heute im Verkehrsbereich da, wo wir stehen. Und abgesehen davon, dass der Güterverkehr zugenommen hat, der Flugverkehr zugenommen hat. Also insgesamt ein Bereich, wo wir eben noch deutlich nachlegen müssen, um wirklich in Richtung Nachhaltigkeit uns bewegen zu können. Wie können wir das dann jetzt
von der Stadtplanungssicht verändern, sowohl von der Mobilität, aber auch von dem Wohnen? Sind da Konzepte sichtbar, spürbar, wo es oder wie es funktionieren kann? Ja, da sind Konzepte da. Die sind sowohl in Deutschland schon lange diskutiert, unter allen Stadtbauräten, die ja im Deutschen Städtetag also die Städte sind da gut zusammengefasst und dort wird es auch diskutiert, aber in vielen anderen Institutionen, auch in der Wissenschaft. Und eigentlich ist man sich einig, dass man eine sogenannte integrierte Stadtentwicklung braucht. Also nicht ein Thema verfolgen, ohne auf die anderen zu schauen, sondern immer schauen, wenn ich hier entscheide, was hat das für Folgen sonst. Also ich baue ganz viele Wohnungen wie im Moment, auch an Ausfallstraßen. Was hat das für Folgen, für Lärm, für die Menschen, die da wohnen, für den Verkehr auf den Straßen? Wie kann ich das regeln? Muss ich nicht eigentlich Wohnung mit integriertem Mobilitätskonzept bauen und verkaufen? Es gibt unendlich viele Ideen. Aber die Entscheidungen politischer Art und häufig auch sachlich und fachlicher Art fallen in Branchen oder in Abteilungen von Ministerien und Kommunalverwaltungen, die aber miteinander gar nicht auf diese integrierte Art und Weise arbeiten. Und deswegen sagen wir, wir müssen ressortübergreifend arbeiten. Und das ist eins der dicksten Bretter, die man bei einer Erneuerung der Verwaltung hin zu einer integrierten Stadtentwicklung bohren kann. Und wir hatten auch die Möglichkeit, über die UNO dieses Thema, wie macht man integrierte Stadtentwicklung, Stadtplanung, einmal so zu diskutieren, dass alle in der UNO vertretenen Länder mitdiskutieren konnten. Und da wurde nochmal sehr deutlich, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir Boden haben, den wir nicht vermehren können. Nicht nur bei uns, sondern es waren zum Beispiel die afrikanischen Länder da sehr stark in diesem Punkt, die alle gesagt haben, wir müssen das Thema, wie gehen wir mit unserem Boden um, für die Stadtplanung und Stadtentwicklung viel sichtbarer machen. Das Ganze ist übrigens als E-Book erschienen und kann man jederzeit aus dem Netz herunterladen, Guidelines for Territorial Planning der UN. Das werden wir dann auch gleich in die Shownotes zu dem Podcast tun, damit es ganz einfach herunterladbar ist. Herr Fischedick, was sind denn Ihre Erfahrungen in dem Kontext? Sie hatten ja auch das Thema Mobilität angesprochen als eine der ganz wesentlichen Säulen, die daneben geht. Ja, im Grunde bin ich zunächst mal völlig bei dem Punkt zu sagen, wir brauchen eine integrierte Stadtentwicklung, weil wir haben im Bereich der Städte nicht das eine Ziel, auch Klimaschutz ist nicht das eine Ziel, sondern es geht ja darum, dass die Städte gesund sein müssen, dass die Luftqualität stimmt, die Städte müssen auf Krisen vorbereitet sein, sie müssen resilient sein und die Liste könnte man jetzt beliebig lang machen. Und solche Städte kann man nur entwickeln, weil man tatsächlich integriert denkt und dazu gehört natürlich, dass insbesondere die Kommunalverwaltung quer zu ihren eigenen Ressorts denken, wenn sie in Richtung Stadtplanung, Stadtentwicklung gehen. Und das ist tatsächlich ein ganz, ganz dickes Brett. Das sehen wir auch in all unseren Projekten, die wir auf der kommunalen Ebene machen. Aber auch wenn man sich jetzt die Frage stellt, was muss man denn und was kann man denn verändern? Jetzt bleiben wir mal beim Mobilitätsbereich, dann sind das ja auch alles Punkte, die häufig sehr verkürzt betrachtet werden. Also wir haben im Verkehrsbereich immer die drei oder vier sogenannten Vs im Blick, wenn es um Veränderung geht, also vereinfacht ausgedrückt, Verkehrsvermeidung, Verkehrsverlagerung, Verbesserung der Verkehrsträger und vielleicht das vierte V, etwas anders gerahmt, Verkehrsgerechtigkeit. Und darum geht es und was im Moment sehr stark im Fokus ist, vor allem auch im Bereich der Bundespolitik im Fokus ist, ist eigentlich nur das eine V, nämlich die Verbesserung der Verkehrsträger, wenn es darum geht, ist vom Verbrennungsmotor den Switch zu machen in Richtung Elektromobilität. Das ist ganz klar im Moment der Fokus auch aller bundespolitischen Aktivitäten und die vielen anderen Dinge, die man eigentlich machen muss, um tatsächlich in Richtung einer Mobilitätswende zu kommen, auch einer nachhaltigen Mobilitätswende zu kommen, die sind nicht im Fokus oder nur sehr teilweise rudimentär im Fokus. Und das liegt unter anderem eben auch an der fehlenden Integration auf der Bundesebene zwischen den Ministerien, aber auch innerhalb der
der Referate im Verkehrsministerium. Also auch hier fehlt das integrative Denken und das zudem auch der Mut, an Dinge ranzugehen, die man eben nicht ganz so schnell verändern kann. Ein Motor kann man relativ schnell verändern, aber Verkehrsinfrastruktur zu verändern, dauert. Oder Verkehrsmobilitätsroutinen zu verändern, dauert. Man muss in die Köpfe rein. Und da gibt es irgendwie Widerstände, dass man sich nicht traut, da ranzugehen. Da müssen wir aber ran, wenn wir tatsächlich nachhaltigen Erfolg haben wollen. Ja, ich denke, Katharina, da ist jetzt, nachdem wir so quasi schon die großen Herausforderungen der dicken Bretter jetzt angesprochen haben, eigentlich die Chance für deine Fragen, für deine vielen Fragen, die du hast, und auch gerne untereinander diskutieren. Sehr genau. Meine erste Frage passt tatsächlich zu dem, zu vielem, was jetzt schon gesagt wurde. Also es geht um Laden von E-Autos. Grob gesagt, wir waren uns ja nicht einig bei der Schnellfragerunde zu autofreien Städten oder nicht. Und wie Herr Fischedick eben schon gesagt hat, steht ja in der bundespolitischen Diskussion immer wieder der Umbau auf E-Mobilität. Aber so als junge Person, die so vor der Frage steht, sich ein Auto zuzulegen und da leider auch aufgrund von schlechten Verkehrsnetzen auch quasi nicht drumherum kommt, musste ich feststellen, dass die Kleinstwagen, die mir absolut ausreichen, inzwischen die meisten E-Autos sind, was natürlich super ist, so im Vergleich zu vor ein paar Jahren. Aber ich wohne in einem Studentenwohnheim oder habe das noch getan bis vor kurzem. Und ich konnte mir leider keinen E-Wagen zulegen, weil ich den schlicht und ergreifend nicht laden hätte können. Und da hat sich mir die Frage gestellt, wie soll sowas in Zukunft funktionieren? Wie sollen Studenten ihre Autos laden? Wie sollen das Leute machen in Mehrfamilienhäusern? Und wer ist überhaupt dann dafür zuständig? Ist mein Vermieter zuständig dafür, dass ich klimaneutral irgendwann Auto fahre? Oder ist es meine Verantwortung? Wer muss das umbauen? Ja, vielleicht steige ich mal rein in den Punkt. Also wir haben es da ja mit einer klassischen Henne- und Ei-Problematik zu tun. Wir bringen die Elektrofahrzeuge in den Markt, ohne dass die entsprechende Ladeinfrastruktur schon da ist. Und da sind wir sicherlich in Deutschland auch noch ein Stückchen weit Nachzügler, was den Ausbau der Ladeinfrastruktur anbelangt. Und hier besteht schon die große Gefahr, dass das natürlich zu einem dicken Brett auch werden kann, wenn viele Leute einfach nicht ein Auto kaufen, ihr Auto kaufen und dann frustriert sind, weil sie es tatsächlich nicht oder sehr schlecht laden können. Und wer ist verantwortlich? Natürlich ein Stückchen weit die Bundesregierung, die richtigen Anreize und Rahmenbedingungen zu setzen, damit es eben zum Ausrollen dieser Ladeinfrastruktur kommt, damit auch einheitliche Systeme gebaut werden, weil auch das war lange Jahre lang ein Problem in Deutschland, dass wir unterschiedliche Steckersysteme hatten und auch deswegen man nicht an der Stelle laden kann, wo man es gerne möchte. Und hier müssen einfach Anreizsysteme geschaffen werden, dass wir wirklich zum Ausrollen dieser Ladeinfrastruktur kommen. Ideen gibt es da genug. Laden am Arbeitsplatz, Laden an der Universität, Laden an Lebensmittelläden, also sozusagen überall da, wo man häufiger auch vorbeikommt. An Studentenwohnern natürlich auch Parkplätze zu schaffen oder wie es in Norwegen gemacht wird, ganze Parkhäuser ausschließlich für Elektrofahrzeuge zu reservieren, weil das ist auch noch ein Problem, was wir häufig haben, dass wir zum Teil Parkplätze haben, wo man laden kann, sie aber belegt sind von Autos, die gar nicht laden müssen, weil sie einen Verbrennungsmotor haben. Und da muss es dann auch deutlich schärfere Strafen geben. Also insofern ist das auch noch ein typisches dickes Brett, was wir haben, die Infrastrukturen so anzupassen, dass man auch mit den Verkehrsträgern, die wir ja eigentlich alle wollen, nämlich smarte, kleine Elektrofahrzeuge, die mit grünem Strom dann geladen werden, dass die auch in der Breite eingesetzt werden können und das nicht nur beim Einfamilienhausbesitzer oder Besitzerin auf dem Land, sondern gerade auch bei Leuten, die in der Stadt wohnen. Und da ist noch viel, viel zu tun und noch viel nachzuholen. Ja, dem würde ich zustimmen, wobei ich immer noch mal zurückfragen würde, warum wird ein eigenes Auto gebraucht? Denn wenn wir die fossilbetriebenen Autos 1:1 durch E-Autos ersetzen, dann ist unsere Stadt zunehmend blechern. Und auch auf dem Land ist der öffentliche Raum blechern und nicht grün. Und im Zuge des Klimawandels
verbietet sich das eigentlich? Wenn ich mich selbst frage, wann brauche ich wirklich ein Auto, über das ich absolut verfügen kann, dann gibt es ein paar Fälle, wo ich sagen kann, ich kann nicht darauf zurückgreifen, dass ich erstmal ein Stück gehen muss. Aber in vielen Fällen kann ich das. Und deshalb plädiere ich ganz stark dafür, dass man prüft, ob es nicht Sharing-Modelle geben kann. Dieses Abschaffen des eigenen Autos und das Mobilitätsangebot in die Quartiersentwicklung integrieren. Wir wissen, dass die Autos von 24 Stunden am Tag 20 bis 22 stehen und nur in der Restzeit bewegt werden. Und wenn wir diese Bewegungszeit erweitern pro Autos, dann brauchen wir entsprechend weniger Autos und können mit dem Grün und Freiraum auch wirklich klimagerecht umgehen. Und da muss man sich selber immer fragen, brauche ich ein Auto oder brauche ich keins? Wenn ich denn ein E-Auto brauche, dann kann ich dem nur recht geben, die Ladeinfrastruktur in Deutschland ist nicht gut ausgebaut. Ich spreche jetzt aus Hamburg, da hat die Stadt sich das vorgenommen und sie kann es auch, weil die Stadt hat kommunalisiert das Energienetz und sie kann als Stadt darüber befinden, wo soll jetzt was betrieben werden. Städte, die das abgegeben haben an Unternehmen, haben es da viel schwieriger. Ich kann auch nicht mit Wechselstrom arbeiten. Ich brauche eine bestimmte Stromstärke. Ich brauche eine gewisse Infrastruktur. Und Hochrechnungen, dass alle ihre Autos zur gleichen Zeit laden, führen immer wieder zu dem Szenario, die Stromversorgung in der Stadt kippt. Also das muss man sich alles klar machen. Man muss ganz viel drüber reden, sozusagen. Und wenn man dann zu dem Schluss kommt, okay, eigentlich könnte das Verhältnis von stehenden zu fahrenden Fahrzeugen umgekehrt werden und die Autos, die da sind, fahren mindestens 10 Stunden am Tag oder 12, dann haben wir ein Verhältnis von 1:4 bis zu 1:5. Also auch viel weniger Autos, die geladen werden müssen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass man das hinbekommt. Mal ganz abgesehen von der Ressourcenfrage, die sich da natürlich auch stellt. Ein Elektroauto wird mit ganz seltenen Rohstoffen in der Batterie gebaut, die wir hier bei uns gar nicht haben. Ich weiß, dass da Forschung in dem Bereich ist, das auch anders zu machen. Ich würde mir sehr wünschen, dass man da intensiviert in diesem Punkt und zu neuen Erkenntnissen kommt, wie man denn tatsächlich ohne die Erde global zu beschädigen, Erde im richtig im Sinne des Wortes aufgraben und seltene Rohstoffe rausholen, trotzdem E-Mobilität weiterentwickeln kann. Ich würde gerne ganz, ganz kurz in einem Punkt ergänzen, weil ich glaube tatsächlich, dass wir so eine Art von Prioritätenliste natürlich brauchen. Und ich bin sehr dabei zu sagen, natürlich sollte man möglichst schauen, dass wir aufs Auto verzichten können, da wo es möglich ist. Aber da kommen wir direkt wieder in eine zweite Henne-Ei-Problematik rein, dass in vielen Orten die Chance eben heute noch nicht da ist, weil eben die Rahmenbedingungen noch nicht so gelegt worden sind, wie man sie braucht, damit man auf das Auto verzichten kann, weil die das zu Fuß gehen vielleicht nicht so attraktiv ist oder gefährlich ist, weil das Radfahren nicht so ausgebaut ist, wie man sich das vorstellen kann, weil das ÖPNV-Angebot nicht da ist. Aber das muss alles sozusagen gleichermaßen geschaffen werden, um eben die Attraktivität der Alternativen zu erhöhen. Und dann habe ich natürlich gute Möglichkeiten, auch auf die Autos zu verzichten und dann auch das zu tun, was ich ja gerade auch bei der Schnellfragerunde betont habe, dass ich mir schon vorstellen kann, dass wir zu autofreien Städten oder zumindest zu autofreien Quartieren kommen, wenn in diesen Quartieren, dass sie die Rahmenbedingungen so sind, dass man das Auto aufgrund der verfügbaren Alternativen einfach nicht mehr braucht. Da bin ich also absolut dabei und dann würde man ja durchaus Lebensqualität gewinnen, weil man Platz gewinnt, man braucht weniger Parkplätze und kann diesen Platz nutzen für Grünflächen, für Begegnungsorte. Also die Stadt gewinnt auch an Qualität, wenn es uns gelingt, die Mobilitätsbedürfnisse eben mit weniger Transport über ein Auto, was dann irgendwo stehen muss oder geladen werden muss, zu realisieren. Aber auch da, wie gesagt, gibt es noch eine Henne-Ei-Problematik und Anforderungen, die an die Politik zu richten sind. Aber da natürlich auch an uns alle. Wenn die Rahmenbedingungen da sind, müssen wir natürlich auch bereit sein, dann diese Alternativen aufzunehmen. Okay, vielen Dank.
Das hat schon mal vieles beantwortet und ich glaube ebenso viele Fragen aufgeworfen. Eine davon wäre, wenn ich zum Beispiel daran denke, wo ich herkomme, aus Ingolstadt, der Audi-Hauptstadt schlechthin. Also es hatte wirklich einen Grund, warum ich mir ein Auto zugelegt habe, weil ich brauchte in meiner Studentenstadt mehr als 2 Stunden von Ingolstadt nach Eichstätt, was 21 Kilometer sind. Das ist schon recht traurig. Und das mit dem Zug zu fahren, ist natürlich dann schon immer schwierig. Und wenn ich mich in Ingolstadt bewegen möchte, zahle ich, obwohl ich stadtnah lebe, für den Bus für eine Partnertagekarte 8,50 Euro. Und da muss man sich überlegen, warum ist das so? Und das ist das, was sie gesagt haben. Man steckt in so einer Henne-Ei-Problematik. Und das liegt daran, glaube ich, dass wir hier die Audi haben. Wir haben eine Automobilindustrie und viele Mitarbeiter und ebenso viele Bewohner von Ingolstadt bekommen Leasingwagen gestellt oder können sich die irgendwie günstig beschaffen über Freunde, über Bekannte. Für die ist es natürlich kein Problem. Wir haben genug Parkplätze. Also daran scheitert es nicht. Und Ingolstadt profitiert ja nicht nur von der Autoindustrie, dass sie Autos zur Verfügung hat, sondern die Audi finanziert auch viel, auch soziale Einrichtungen, was super wichtig ist für das Ganze außenrum. Aber wie schafft man das, das Ganze umzubauen, dass die Industrie weiterhin da sein kann, vielleicht nicht als das, was sie jetzt ist, aber dass die Arbeitsplätze nicht verloren gehen. Also man hat hier meistens Angst, dass halt so dieses nächste Detroit in Anführungszeichen entsteht. Und das ist auch die Angst der Menschen hier vor Ort. Wie bekommt man das hin, dass die sich auch weiterhin geborgen fühlen mit ihrem Arbeitsplatz und eine Perspektive haben und auch den Wunsch haben, die Veränderung mitzugehen? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt, aber ich will eines vielleicht vorausschicken, weil mir das heute schon mal über den Weg gelaufen ist, worum es eigentlich geht. Es geht letztendlich darum, dass wir die Überlebensfähigkeit dieses Planeten sicherstellen. Es geht am Ende des Tages, so blöd wie sich das anhört, eben nicht um Arbeitsplätze. Natürlich ist aber richtig, und da bin ich ja völlig bei Ihnen, dass wir gucken müssen, wie gehen wir mit diesem Strukturwandelprozess um. Und ich komme aus Köln und da haben wir einen großen Strukturwandelprozess ja direkt vor der Haustür, nämlich das Rheinische Revier. Da geht es zwar nicht um Autos, sondern geht es um Kohlearbeitsplätze. Und insofern ist völlig richtig, dass wir Sorge dafür tragen, dass dort neue Beschäftigungsmöglichkeiten entstehen, die dann möglicherweise im Rheinischen Revier nicht direkt in der gleichen Branche sein werden, sondern an anderer Stelle. Aber auch da gibt es viele, viele innovative Lösungsmöglichkeiten, an den Orten, wo Beschäftigung wegfällt, neue Möglichkeiten zu finden. Aber darum muss es genau gehen, diesen Strukturwandelprozess zunächst mal die Strukturwandelherausforderung früh zu erkennen. Was verändert sich denn dort auf der Zeitachse? Über welche Größenordnung reden wir? Über welche Quantitäten, auch über welche Qualitäten des Strukturwandels reden wir? Und dann darüber nachzudenken, wie kann man ihn flankieren? Und darum geht es natürlich in der Automobilindustrie jetzt auch. Wir wissen alle, selbst wenn wir den Verbrennungsmotor 1:1 durch Elektrofahrzeuge ersetzen würden, würden wahrscheinlich 1/4 bis 1/3 der Arbeitsplätze wegfallen, weil einfach ein Elektrofahrzeug einfacher ist. Es hat weniger Komponenten und braucht insofern auch weniger Arbeitskraft. Das heißt, schon allein deswegen müssen wir uns um die Jobs der Menschen kümmern und alternative Beschäftigungsmöglichkeiten auch finden und identifizieren. In der Automobilindustrie, und das sieht man, glaube ich, bei vielen Unternehmen jetzt in Deutschland, aber auch international, die sind ja mittendrin in so einem Umdenkprozess. Wenn wir hier vor 3 Jahren gesessen hätten, dann hätten sie bei der Automobilindustrie ausschließlich Befürworter der Diesellinie gefunden, die alles getan haben, die Dieseltechnologie, die ja sehr stark aus Deutschland geprägt wird, zu verteidigen und auch sozusagen die nationalen, internationalen Märkte zu verteidigen. Jetzt 3 Jahre später gibt es bei vielen Unternehmen, unter anderem ja auch der Audi-Mutter, der Volkswagen, gibt es ein komplettes Umdenken, ein 100%-Switch in Richtung Elektromobilität. Also bis 2025 die Flotte komplett auf Elektromobilität umgestellt haben. Also da ist ein Umdenken da und das wird gepaart, aus meiner Sicht noch ein bisschen zu zaghaft, auch aus Seiten der Automobilindustrie einzusteigen, in die Richtung ein Mobilitätsdienstleister zu werden. Also nicht nur die Autos zu verkaufen, sondern die Dienstleistung Mobilität zu verkaufen über den Einstieg in das
in das Carsharing, in das Bikesharing, in das Ridesharing, später mal in das autonome Fahren. Also da hat das Umdenken begonnen, aber wir sind ja immer noch relativ am Anfang. Und durch diese neuen Dienstleistungskonzepte, die hier entstehen, gibt das natürlich auch wieder die Möglichkeit, Beschäftigung zu generieren. Nicht eins zu eins das Gleiche, ich glaube, davon müssen wir uns verabschieden. Aber da wird es Möglichkeiten geben, auch in der Branche neue Arbeitsplätze zu generieren. Nur ganz wichtig ist, und das zeigt, glaube ich, das Beispiel Ingolstadt, wo es eine sehr starke Abhängigkeit von der Automobilindustrie gibt, genauso wie in Wolfsburg, dass man früh anfangen muss, darüber nachzudenken, über welche Größenordnung und welche Zeithorizonte reden wir denn überhaupt? Also bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, versuchen, diesen Strukturwandel zu flankieren. Wenn Herr Fischedick jetzt diese industrielle Seite und die der Produktion benannt hat, dann will ich mal die der Nutzer eben ansprechen. Wenn man sich das klar macht, die Autoindustrie ist eine tragende Industrie gewesen beim Aufbau nach dem Zweiten Weltkrieg. Da gab es plötzlich Arbeit und da gab es Wohlstand. Und es war mit Wohlstand verknüpft, welche Art von Auto man fährt. Das heißt, wir haben alle Werthaltungen gelernt, die eng damit verknüpft sind, dass es ganz toll ist, dass wir diese Autoindustrie haben und dass die uns mit aus dem Loch nach dem Krieg gebracht hat. Deshalb ist es besonders schwer, das ist emotional so besetzt, da hinzubekommen, zu sagen, was ist es denn für die Zukunft? Das war bis jetzt so, aber es muss sich was ändern. Also was wollen wir ändern? Was können wir in der gleichen Weise emotional besetzen? Und aus meiner Sicht ist das etwas, was auf keinen Fall mit der Entscheidung zum Beispiel einer Bundesregierung oder einer Unternehmensführung darstellbar ist. Die Angst kann man den Menschen nicht nehmen, dass sich etwas verändert, an dem sie nicht teilhaben können. Da braucht man ganz viel Dialog. Es ist eine Frage der Kommunikation und Verständigung darüber, was kommt auf uns zu und wie kann ich an dieser Änderung eigentlich teilhaben und wie kann es so sein, dass ich für mich sage, oh, das ist ja gut, das wollte ich schon immer. Das kommt nicht von allein. Da muss man ganz lange drüber reden und da muss man vermutlich, Mann, wer ist jetzt wieder Mann? Also alle, die daran teilhaben wollen, sollten sich in einen Dialogprozess begeben und sich selber fragen, was kann ich dafür tun, dass ein Umschwung gelingt, der die Erde für uns alle und die nachfolgenden Generationen als lebbaren, belebbaren Planeten erhält. Denn um nichts weniger geht es ja jetzt eigentlich im Moment. David, ich würde ganz gerne diesen Begriff der Teilhabe nochmal aufgreifen, weil er, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, weil wir im Moment ja in einer durchaus ungerechten Mobilitäts- oder Verkehrswelt leben, wo viele eben nicht teilhaben können, weil sie eben möglicherweise die technischen Möglichkeiten nicht haben, ist gerade angesprochen worden, oder weil zum Beispiel eben auch die Preise im ÖPNV restriktiv zu hoch sind. Und damit eben Teilhabe an Mobilitätsdienstleistungen auch verhindert wird. Also auch dieser Gerechtigkeitsaspekt ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger und der gehört eben zum Umdenken auch mit dazu. Plus eben die Veränderung von Routinen. Das ist ja völlig richtig, dass gerade meine Generation ja sehr stark geprägt ist von der Werthaltung, früh in der Jugend ein großes Auto haben zu wollen. Am besten noch eins, was viel Krach macht, was sich schnell bewegt. Und ich glaube, dass da sehen wir heute in der jüngeren Generation ja, zumindest aus meiner Perspektive, in breiten Teilen der Bevölkerung ein absolutes Umdenken. Also die Autos haben nicht mehr den Stellenwert, den sie früher gehabt haben. Heute geht es um mal eine qualitativ ansprechende Mobilität, die man haben will von A nach B. Das muss irgendwie leicht machbar sein. Das muss halbwegs komfortabel machbar sein, auch nicht reingequetscht in irgendwelche Busse oder Bahnen. Aber das Auto hat nicht mehr den Stellenwert in der jungen Generation. Und es ist ja schon mal der Schritt in die richtige Richtung. Und ich glaube, das müssen wir ein Stückchen weit ausweiten. Und das schaffen wir aber, glaube ich, nur dadurch, dass wir über attraktiveren ÖPNV, über gerechtere Preisgestaltung die Alternativen wirklich schlicht und ergreifend attraktiv machen und den Menschen auch ermöglichen, dann mobil zu sein, auch ohne Auto oder eben auch mit einem kleinen Auto mobil zu sein, weil das ist auch noch etwas, was mir gerade einfällt,
was dringend geändert werden muss, denn einen negativen Trend, den wir hier haben, zu den großen, immer größer werdenden Autos, kommt aus dem Dienstwagenprivileg. Mhm. Das haben Sie ja gerade auch angesprochen, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen von Audi, aber auch in anderen Unternehmen ist es ja nicht viel anders, haben natürlich die Möglichkeit, sich einen Dienstwagen zu nehmen. Andere Unternehmen bieten Dienstwagen an. Und deswegen haben wir einfach diese Übermotorisierung im Verkehrsbereich, die eben dazu führt, dass wir trotz technischen Fortschritts am Ende des Tages eben kein CO2 einsparen. Okay, vielen Dank. Sie beide haben gerade über Werte gesprochen und so als Erzieherin und Sozialarbeiterin sind Werte ja doch immer was, worüber häufig diskutiert wird, auch was wichtig ist und was nicht. Wenn wir über Innovation sprechen, dann glaube ich, hängen da auch immer die nächsten Generationen dran. Und da so meine Frage, wenn ich so zu den Kindern gehe, zu den Jugendlichen gehe, wie Sie gerade gesagt haben, Herr Fischedick, da gibt es schon Veränderungen und ich sehe das auch, also auch so in meiner praktischen Arbeit. Aber was denken Sie, sollten die wichtigsten Werte sein oder in welchen Einrichtungen könnte man am besten ansetzen, um die Generationen abzuholen und vielleicht auch ein aktives Mitgestalten von den Generationen einzufordern? Ich kann als Mutter nur sagen, ich habe den Fehler gemacht, meine Kinder mit dem Auto zu ihren Aktivitäten zu fahren. Ich sehe heute viele junge Mütter und junge Väter, die mit Lastenrädern ihre Kinder irgendwo hinfahren. Es ist ganz normal, der Weg wird mit dem Rad bewältigt. So, das ist eine Art von Routine, die man einübt, die dafür spricht, dass die Kinder, wenn sie ein gewisses Alter haben, sagen, ich will auch so ein Rad haben und nicht, ich will auch so ein Auto haben. Das finde ich, also man kann gar nicht früh genug anfangen, als Eltern die Kinder an neue Routinen zu gewöhnen. Und das kann sicherlich auch in Kindergärten und in Schulen passieren. Ich habe als Kind immer diejenigen beneidet, ich bin 10 Jahre auf dem Land aufgewachsen, die mit dem Schulbus fahren durften. Das fand ich großartig. Die hatten nach der Schule noch Gelegenheit, irgendwas auszuhacken. Ich musste einfach nur nach Hause gehen. So, also solche Themen einfach mal überlegen. Wo kann man es auch attraktiv machen? Zum Beispiel ein autonom fahrender Elektrobus, mit dem Schüler dann wieder nach Hause fahren. Es ist ja ein Privileg eigentlich. Solche Dinge, denke ich, könnte jede Institution, die mit jungen Menschen zu tun hat, sich überlegen, können wir da was anbieten? Das fände ich eine tolle Sache, wenn das passieren könnte. Also ich gehöre ja zu den Glücklichen, die früher mit dem Schulbus fahren durften, 9 Jahre lang zur Schule. Das war meistens nett, nicht immer, gerade im Winter, wenn man auf ihn warten musste. Aber das soziale Happening, das war da sozusagen, das Miteinander, das gemeinsam Warten, das gemeinsam Fluchen. Ja. Also klar, man ist dann noch in der Gemeinschaft am Ende der Schule und geht eben nicht alleine nach Hause. Also deswegen gehört, glaube ich, das tatsächlich dazu, das Herausstellen der Vorteile, die man hat, der Benefits, die man hat, wenn man sich möglicherweise auf die Alternativen mal einlässt und mit dem Rad fährt, eben, dass man sozusagen in der frischen Luft ist, dass man sich bewegt, dass man normalerweise gesünder ist, nicht so oft krank wird. Also dieses Herausstellen der Vorteile und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil wir als Gesellschaft immer sehr dazu neigen, immer die vielen, vielen Nachteile in den Mittelpunkt zu stellen oder von den großen Herausforderungen sprechen. Also manchmal sind es ja auch die kleinen Vorteile, die man einfach mehr kommunizieren muss. Und dann würde ich so ein bisschen unterscheiden zwischen vielleicht freiwillig gewählten Routinen und den erzwungenen Routinen. Also ich hole meine Tochter auch häufig mit dem Rad ab oder sehr, sehr häufig mit dem Rad ab oder zu Fuß ab. Das ist so eine Mischung aus freiwillig gewählt plus erzwungener Routine, weil wenn ich das Auto bewegen würde, was ich zu meiner Schande gestehen muss, immer noch besitze, dass ich dann überhaupt keinen Parkplatz finde. Deswegen verbietet sich das schlicht und ergreifend schon, mit dem Auto zu fahren. Das ist eine Art von erzwungene Routine, hilft aber auch natürlich darüber nachzudenken, muss ich denn auch überhaupt das Auto noch nutzen? Vielleicht mal ein bisschen weg zu dem Thema. Ich hätte noch eine Frage, die auch recht aktuell ist und auch zukünftige Generationen betrifft. Aber leider, wie man jetzt vor kurzem gesehen hat, so im Ahrtal mit den Fluten auch aktuelle Generationen. Und wenn wir in Städte schauen, es sind schon viele Flächen versiegelt und es läuft alles in die
Kanalisation, was es so regnet. Und dieser Regen, diese Sturzfluten, wie sie genannt werden, und diese Wetter- und Klimaereignisse, die werden ja immer mehr. Und also wenn ich schaue, wie hier Städte gebaut werden, man hat halt die alte Kanalisation, aber die reicht doch irgendwann nicht mehr, oder? Wie soll sowas in Zukunft gemacht werden? Man kann ja nicht unter der Stadt auf einmal alles aufreißen. Also ja, es muss gemacht werden, aber wie geht man davor und wie soll das dann auf dem Land passieren? Braucht es das da auch? Sind bloß die versiegelten Flächen der Grund? Also erstens sind viele Städte dabei, die Kanalisation zu erneuern. Und schon vor vielen Jahren haben viele Städte beschlossen, dass die Mischkanalisation, wo das Regenwasser in das andere Abwasser läuft, nicht mehr praktikabel ist. Wir brauchen Flächen, auf denen das Regenwasser versickert. Ich war damals bei Habitat 2 in der Delegation vom damaligen Bauminister Töpfer. Und damals schon hat Herr Töpfer gesagt, an der Frage des Wassers wird sich die Frage des Dritten Weltkriegs entscheiden. Und mein Gefühl sagt mir, er hat Recht gehabt, wie er mit vielem Recht gehabt hat. Der Umgang mit Wasser ist uns überhaupt noch nicht sensibel genug klar. Es ist so ein wertvolles Gut. Und wir haben tatsächlich durch den Klimawandel plötzlich diese Dürreperioden, ist alles vorher berechnet worden. Wir wussten es, aber wenn wir es jetzt erleben, ist es nochmal etwas, wo wir denken, ach, so haben wir uns das nicht vorgestellt. Und dann kommen diese Starkregenereignisse. Und in der Tat werden wir Flächen brauchen, auf denen sich Wasser ausbreiten kann, sammeln kann. In Kopenhagen gibt es zum Beispiel diese Idee, wir senken eine bestimmte Grünzone ab, da kann sich Wasser drin sammeln. Und wenn es wieder versickert ist, kann in dieser Grünzone gespielt werden, Fußball gespielt werden, Aufenthalt praktiziert werden, sodass man mehr über Flächen nachdenkt, die auch vielfältig nutzbar sind und die Städte zum Beispiel vor Überflutung schützen. So ein Thema haben wir auch in unserem Indien-Projekt. Das ist dann die sogenannte grün-blaue Infrastruktur. Das ist schon viel Investition, auch von Seiten der Kommunen. Denn es geht um die Herstellung von versickerungsfähigen Flächen, wo Wasser auch versickern kann. Und es geht auch darum, das ist in Indien vielleicht noch sehr viel deutlicher, als wir das hier sehen, Recyclingkonzepte zu entwickeln und nicht einfach Müll ins Wasser zu werfen, das dann jegliche Abflüsse verstopft. So, das heißt, es ist wieder das Wasser mit anderen Konzepten verknüpft und wir können nicht nur auf ein Thema gucken. Als für Stadtplanerin ist das klar, aber für jemand, der sich täglich in der Stadt bewegt und das nutzen will, erfordert es wieder einen Dialogprozess, wo man darüber redet, was brauchst du denn? Und was braucht der Boden? Wie müssen wir mit Wasser umgehen? Und wie lässt sich das miteinander verschränken? Das machen wir im Urban Design Thinking hier in Deutschland und machen wir auch in Indien. Und wir sind immer wieder erstaunt, wie gut es ist, gemeinsam zu sprechen und welches hohe Maß an Innovationen, neue Gedanken für neue Projekte dabei herauskommt. Es lohnt sich wirklich, sich die Zeit zu nehmen. Und dazu vielleicht gleich, Sie hatten vorher gesagt, also Boden kann man nicht vermehren, meinten Sie. Und wo kommt dieser Boden in der Stadt her? Also natürlich gibt's Grünflächen, aber ich kann ja nicht jede grüne Verkehrsinsel absenken und eine Sickergrube draus machen. Also wenn ich so jetzt in die Innenstadt schaue, nach Ingolstadt, da ist nicht so viel. Wir haben zwar unseren Grüngürtel, natürlich, aber so unter der Stadt, es wurde ein ganzer Fluss unter die Stadt gebaut, da ist schon Wasser. Wo soll das andere Wasser hin? Das sind halt so die Fragen, die sich mir stellen, wenn ich da in größere Städte schaue, wie, keine Ahnung, Hamburg, München, die haben ja breite Flächen, die absolut versiegelt sind. Wo kommen diese Sickerflächen her? Also dazu muss man tatsächlich vor Ort gehen und gucken. Unsere Erfahrung
bei der Planung in bestimmten Orten ist, wenn ich denn hingehe und mir das genau anschaue, dann tun sich Flächen auf. Es ist eher die Sehgewohnheit. Das war immer eine Stellplatzfläche für Autos und da kann nichts versickern. Aber wenn ich dann sage, okay, ich denke an die Verkehrswende, ich denke an Wasser, vielleicht kann man plötzlich solche Flächen anders sehen. Ich kann Ihnen da, das ist das Schwierige bei so integrierter Stadtentwicklung, kein Rezept geben. Das klappt nicht. Es ist an jedem Ort anders. Man muss nur immer in diesen Kreisen der Nachhaltigkeit denken. Ja, ich glaube, das ganz Entscheidende ist, dass man tatsächlich versucht, Flächen zu finden, die man entsiegeln kann in den Städten. Und da bin ich ganz bei dem, was gerade gesagt worden ist. Da finden sich in aller Regel Flächen. Und man muss einfach mal anfangen, wirklich zu überlegen, was kann man verändern und wo kann man auch bestehende Routinen dann überwinden helfen. Das ist eine, und alle anderen Punkte, da stimme ich nur vollkommen zu. Es geht um Überschwemmungsgebiete, die man vorsehen muss. Es geht vielleicht auch um bauliche und technische Maßnahmen, dass man zum Beispiel eben auch Tiefgaragen im Fall eines Falles möglicherweise nutzt, um Wasser aufzunehmen, dass man natürlich sich insofern auch schützt bei den eigenen Infrastrukturen, dass man vielleicht die Heizungsanlagen zukünftig eben nicht in den Keller baut, sondern in ein oberes Geschosswerk baut, dass man gewisse Art und Weise Redundanz von Infrastrukturen versucht zu realisieren, vielleicht eine stärker dezentrale Energieinfrastruktur umsetzt, sich weniger abhängig macht von großen zentralen Strukturen, die dann für breite Regionen, wie jetzt im Ahrtal, danach ausfallen. Also ich glaube, da mangelt es nicht an grundsätzlichen Ideen, sondern das Schwierige ist, und das wäre eines der dicken Bretter, mit denen wir es heute zu tun haben, wirklich jetzt flächendeckend in den Städten noch anzufangen, wirklich ans Umbauen zu gehen und ans Umdenken zu gehen. Ich glaube, das ist das dicke Brett, was wir vor uns haben. Und so schlimm wie das ist, dass was da im Ahrtal passiert ist, hilft natürlich, diesen Prozess ein Stückchen weit zu beschleunigen. Und wenn Sie mal im Ahrtal sind, und ich war auch nach den Überschwemmungen im Ahrtal, das ist ja keine hochversiegelte Region. Das sind kleine Dörfer mit 5.000, 6.000 Einwohnern, die links und rechts von Weinbergen gerahmt werden. Und dieses Flüsschen A, das hat normalerweise vielleicht einen halben Meter, einen Meter Wasserstand, wenn überhaupt, da kann man durchlaufen. Und was das für gigantische Schäden verursacht hat, das ist überhaupt jenseits meiner Vorstellungskräfte zumindest gewesen, obwohl ich mich ja damit beruflich auseinandergesetzt. Und selbst da hat es zu verheerenden Auswirkungen geführt. Und deswegen sollten wir in den Regionen natürlich gucken beim Wiederaufbau, dass wir die Risiken begrenzen. Und dann in den Regionen, wo die Versiegelungsrate noch höher ist, natürlich schauen, wie wir ein Stückchen weit mit Intelligenz und mit Fantasie in die Entsiegelung reinkommen. Okay, danke für die Antworten. Ich glaube, das hat mir schon mal ein bisschen geholfen, auch meine Angst davor ein bisschen zu nehmen, weil ich glaube, genau das ist das, was junge Leute viel haben, die Angst vor dem, was der Klimawandel machen könnte. Und deswegen ist es wichtig, glaube ich, darüber zu sprechen und Antworten von Ihnen jetzt hier zu bekommen. Ja, man muss, glaube ich, auch eines noch tun, dass man sich Sorgen macht, Gedanken macht um den Klimawandel, ist ja völlig, völlig richtig. Gerade in der jüngeren Generation, das kann ich absolut nachvollziehen. Ich glaube, man muss ein Stückchen weiter noch mehr in den Mittelpunkt stellen, dass es hoffentlich auch Synergieeffekte gibt. Also wenn man jetzt zum Beispiel in Richtung der Entsiegelung geht, dann gewinnt man wieder Naturräume. Man gewinnt sozusagen Grün zurück in der Stadt, also die Lebensqualität steigt natürlich ein Stückchen weit. Oder wenn man in Richtung Begrünung von Fassaden oder von Dächern geht, auch dadurch verbessert sich ja das Mikroklima. Man schützt sich ein Stückchen weit gegen die Hitzesommer, die ja zunehmen werden. Also man hat durchaus eine ganze Reihe von Vorteilen, die man miteinander verbinden kann. Oder wenn man das tut, was wir gerade ja gesagt haben, dass man versucht, in Richtung autofreie oder weitgehend autofreie Städte oder Quartiere zu gehen, auch dann gewinnt man ja wieder Flächen, nämlich Parkplätze, die man anders nutzen kann. Also wir haben da schon eine ganze Reihe von, wie man so schön sagen, Win-Win-Potenzialen, die dann helfen, am Ende vielleicht auch ein Stückchen zuversichtlich in die Zukunft zu schauen, dass man eben es zwar mit Herausforderungen zu tun hat, aber man durch ein intelligentes Lösen der Herausforderung
auch an anderen Stellen noch was gewinnen kann. Okay, vielen Dank. Ich hätte vielleicht zu den Ganzen noch eine Frage, die alles ein bisschen umrahmt. Also dieses Dinge verändern ist super wichtig. Aber wie schaffen wir es, Dinge zu verändern und gleichzeitig Probleme zu lösen, wie jetzt den aktuellen Wohnungsmangel, den wir ganz oft haben? Und inwieweit müssen da dann auch junge Generationen einbezogen werden? Weil die Kinder von heute sind ja quasi die, die irgendwann wohnen wollen, auch mit ihrer Familie zusammen. Und wie schaffen wir es, dass wir das so gestalten, dass das auch finanzierbar ist? Also finanzierbar sowohl für die Politik als auch für den Einzelnen, der wohnen möchte. Das ist eine ganz dicke Herausforderung. Also die meisten Städte und auch die großen Wohnungsunternehmen sagen, wir werden das nur lösen, indem wir bauen, bauen, bauen. Aber im Moment können wir nicht mehr bauen, bauen, bauen. Erstens sind die Flächen begrenzt. Die Möglichkeiten, das zu verdichten, dieses furchtbare Wort, was wir schon haben, sind auch begrenzt. Viele Städte haben das auch schon gemacht. Und jetzt kommt noch aktuell dazu, wenn wir uns die ökologischen Zusammenhänge anschauen, wenn wir mit Beton bauen, was tun wir dann eigentlich? Das ist ja schlimm, was da an CO2-Produktion kommt. Das ist ja weit mehr als in anderen Bereichen in der Betonproduktion. Und hinzu kommen, dass die Preise im Moment so weit weggelaufen sind, dass wir überhaupt kaum noch preiswerte Wohnungen hinstellen können, wenn nicht ganz viel subventioniert wird. Und da bin ich wieder bei der Frage, wie viel Wohnfläche brauche ich eigentlich? Und das ist leider der Motor. Wir haben zunehmend eine Ausdifferenzierung von Haushalten, auch von Einpersonenhaushalten. So Städte wie München, Frankfurt, Hamburg bestehen zur Hälfte aus Einpersonenhaushalten. Und ich habe gerade gestern eine Zahl gehört, ein durchschnittlicher Einpersonenhaushalt hat eine Wohnfläche von 62 Quadratmeter. Das ist richtig viel. In anderen Teilen der Welt setzt man zwischen 6 und 2 ein Komma pro Kopf. Und da brauchen wir wieder einen Dialog. Wie wollen wir eigentlich wohnen? Und ich weiß, dass die Zeit eigentlich nicht dafür da ist, weil wir haben zu wenig Wohnungen. Aber ich weiß auch, selbst wenn wir das Geld hätten, wir schaffen es nicht, weil wir am Ende der Vergeudung oder des großen Verbrauchs von Ressourcen sind. Wir müssen andere, wir als Stadtplaner, wir als Bürger, andere Konzepte überlegen. Das finde ich eine richtig dicke Herausforderung. Und ich sage das jetzt so ungerne, weil Sie eben gesagt haben, Sie haben Angst als junge Generation für das, was auf Sie zukommt. Und das, was ich gerade sage, ist nicht dazu angetan, Ihnen die Angst zu nehmen. Aber wenn Sie sich vorstellen, wie könnte eine Wohnung aussehen, in der ich richtig gerne leben würde. Und wenn ich wüsste, es dürften 30 Quadratmeter sein, was wäre mir dann das Wichtigste? Das kann richtig Spaß machen. Und in solche Diskussionen sollten wir alle viel mehr reinkommen. Und ich glaube, dass VDW auch dazu was beitragen kann. Wir haben ein spannendes Projekt, was wir gerade für das Bundesforschungsministerium machen. Das nennt sich Optiwohn, da geht es genau um solche optimierten, sagen wir mal, Wohnkonzepte. Und eine der Grundideen ist, schlicht und ergreifend stärker in den Wohnungstausch zu gehen. Es gibt viele ältere Menschen, die sehr, sehr große Wohnungen bewohnen, die sie eigentlich gar nicht bewohnen wollen. Aber aus unterschiedlichen Gründen viele Hemmnisse da sind, aus ihrer Wohnung auszuziehen und eine kleinere Wohnung zu ziehen. Und wir entwickeln jetzt gerade in Städten wie Köln oder an anderer Stelle mit den Städten zusammen Konzepte, wie kann man so diejenigen, die zu große Wohnungen haben, zusammenbringen mit denjenigen, die vielleicht eine Familie haben, die unbedingt eine größere Wohnung brauchen. Und so dafür sorgen, dass die Wohnbedarfe gedeckt sind, ohne dass es neu gebaut werden muss. Das bin ich Realist genug, um zu sagen, damit lösen wir das Problem nicht. Aber es ist vielleicht ein kleiner Mosaikbaustein,
um dafür zu sorgen, dass wir auch mit weniger Neubau dann die Wohnbedarfe der Zukunft decken können. Und am Ende des Tages, da bin ich voll bei dem, was Frau Weber gerade gesagt hat, am Ende geht es um die Frage, wie viel Quadratmeter pro Kopf können wir uns leisten als Gesellschaft und wie viel wollen wir uns auch leisten, wenn wir darüber nachdenken, was an die Wohnqualität für uns ausmacht. Jetzt muss ich leider dazwischen gehen, weil wir eigentlich, glaube ich, schon mit der Stunde durchaus gut in der Zeit sind oder über die Zeit sind. Aber ich glaube, es war eine ganz, ganz spannende Diskussion, egal ob Mobilität, ob Wohnen, ob Wasser, wie man quasi in diesem integrierten Konstrukt umgeht. Und bei dieser spannenden Diskussion sind so viele Prioritäten gekommen, die Spaß machen. Jetzt, wenn ihr Bundeskanzler wärt oder noch besser König oder Königin von Deutschland, da hat man doch noch mehr Durchsetzungsmacht. Was würdet ihr als erstes machen? Katharina, fang du an. Ich glaube, es ist wichtig, den jungen Leuten mehr zuzuhören. Ich glaube, das, was hier immer wieder gesagt wurde, ist den Dialog unterstützen. Und ich glaube, diese Frage, die sich jetzt ganz schlaue Menschen wie Sie, Frau Paul-Weber, oder Sie, Herr Fischer-Dick, stellen, die können Kinder manchmal schon beantworten, Fragen wie, wie viel Wohnraum brauche ich wirklich? Und ich glaube, wenn wir da anfangen, schon früh wirklich drüber nachzudenken und Leute mit einzubeziehen, dann lassen sich viele Dinge auch besser lösen, wie bloß in seinem eigenen Kreis zu diskutieren und sich über fachliche Fragen den Kopf zu zerbrechen. Königin Elke, was würdest du dazu sagen? Es liegt mir nicht so ganz in meiner Natur, dass ich was anordnen würde, aber wenn ich was anordnen dürfte, würde ich furchtbar gerne 2 autofreie Feiertage anordnen. Autofrei, damit man im Quartier bleibt, arbeitsfrei, damit man Zeit hat. Und diese autofreien Feiertage sollen für die Quartiersarbeit an der Umwelt, Pflege von Grünflächen, neue Dinge pflanzen, miteinander ins Gespräch kommen, was man nächstes Mal macht, genutzt werden. Okay. Und Herr Fischer-Dick? Ich würde, glaube ich, an den Stellen, wo wirklich die Umsetzung passiert, nämlich in den Städten, in den Kommunen, würde ich versuchen, diesen Kommunen mehr Gestaltungsfreiräume zu geben. Vielleicht dafür zu sorgen, dass die Rahmenbedingungen zu investieren sich verbessern, dass die Rahmenbedingungen, die Kommunalverwaltung integrativer anders aufzustellen, als es bis heute der Fall ist, dass sich die Entscheidungsmöglichkeiten erweitern von Kommunen, die vor Ort ja im Kontext ihrer spezifischen Bedingungen ja Dinge verändern müssen, dass sie die verbessern, dass man nicht immer auf die Bundesebene gehen muss, wenn man im Verkehrsbereich etwas verändern will. Also die Entscheidungsfähigkeit der Kommunen würde ich ein Stück weit versuchen zu stärken, genauso wie die Möglichkeit, auch einfach mal was auszuprobieren. Denn auch das ist, glaube ich, richtig. Wir haben nicht die Blaupause für die Umsetzung der Transformationsprozesse, sondern in vielen Bereichen geht es darum, auch mal was auszuprobieren, gerade wenn es ums Mitnehmen der Menschen geht, zu gucken, was klappt nicht, neue Quartierslösungen. Und da sind die Kommunen manchmal eingeschränkt in dem, was sie probieren dürfen. Und da würde ich ein bisschen lockerer lassen als König. Also ich würde gar nicht so ein strenger König sein, wie man sich das vielleicht früher vorgestellt hat. Sehr schön. Also ich würde euch dann auch als Königinnen und Könige gerne wählen. Jetzt nochmal zum Abschluss meine Frage. Letztendlich an die Katharina. Vielleicht 2 Punkte. Was hast du heute gelernt? Was nimmst du mit? Und an Elke und Herrn Fischer-Dick dann die Frage, was wären dann die 2 Tipps jeweils, die ihr den jungen Leuten nochmal mitgeben würdet im Kontext von nachhaltigen Städten und der Zukunft? Ich habe, glaube ich, vor allem gelernt, dass es auf ganz viele große Fragen ganz viele kleine Antworten gibt, aber die Antworten können einem helfen. Also ich glaube, dieses Alltagsbezogene, was vorher gesprochen worden ist, dieses einfach Werte im Alltag vermitteln, das ist, glaube ich, das, was uns allen Mut machen sollte, die Veränderung anzugehen und nicht immer die großen Veränderungen zu suchen, sondern eher so, das Kleine nach und nach zu machen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was man mitnehmen kann. Und ich glaube, das ist auch von 2 Leuten, die wirklich viel Wissen haben in ihrem Fachbereich, trotzdem so eine einfache Antwort zu bekommen, ist wunderschön und macht Mut und nimmt ein bisschen weniger Angst.
Ja. Danke, Katharina. Jetzt, Elke, welche Tipps würdest du zusätzlich noch geben? Nach dem Mut, den ihr ja schon, ihr beide schon gegeben habt. Ich würde gerne auf dieser Grundlage sagen, ich weiß nicht, ob das ein Tipp ist, aber ich würde mir wünschen, dass dieser Dialog, den wir jetzt hier gezeigt haben und den VDW ja auch mit der jungen VDW macht, alt und jung, dass junge Menschen sich da noch viel stärker einbringen. Also sie haben nicht nur meine Anerkennung, ich finde das ganz toll, dass sie sich als junge Leute engagieren und uns Ältere einfach auch fragen, Löcher in den Bauch fragen. Und hören Sie bloß nicht auf damit. Machen Sie das und vertreten Sie Ihre eigene Sicht und stellen Sie auch unbequeme Fragen. Ich finde das wunderbar, wenn man auf diese Art und Weise in einen Austausch von Sichtweisen kommt. Und bedanke mich auch dafür. Ja, danke, Elke. Herr Fischedick? Die zwei Tipps, ich weiß auch nicht, ob das Tipps sind. Aber auf der einen Seite die Vielschichtigkeit der Transformationsaufgabe durchaus im Blick zu haben, dass es nicht nur um eine Veränderungsdimension geht, sondern wir mehrere Veränderungen gleichzeitig in die Umsetzung bringen müssen und da vor allen Dingen aber auch die Chancen zu sehen, auch zu die Chancen zu kommunizieren, dass wir nicht immer nur über die dicken Bretter reden, sondern auch über das reden, was wir gewinnen, wenn wir den richtigen Bohrer gefunden haben und mal irgendwie uns durch die Bretter gekämpft haben, also die Chancen in den Blick zu nehmen, das fände ich wichtig, gerade auch im Blick auf die junge Generation. Ja, und dann jetzt Bezug nehmen auf die Wissenschaft, einfach zu sagen, Wissenschaft als Teil des Transformationsprozesses zu verstehen. Wir können als junge, als ältere Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen eben helfen, auf der einen Seite die großen Räder zu drehen, aber eben auch die kleinen Räder in der Quartiersentwicklung, in Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen oder eben auch intelligenten Modellen, was jetzt die Verringerung des Wohnbedarfs anbelangt. Und das eben auch als Aufgabe der Wissenschaft mit zu verstehen, sich nicht im Elfenbeinturm zu verstecken, sondern eben die Kompetenz, die wir als Wissenschaft haben, zu nutzen, um kleine und größere Beiträge zu leisten für diesen Transformationsprozess. Ja. Jetzt möchte ich mich bei Ihnen ganz, ganz herzlich bedanken für die spannende Diskussion, bei den Zuhörern fürs Zuhören. Wichtig ist, den Mut mitzunehmen und wirklich in die Diskussion gehen und gemeinsam an den nachhaltigen Städten und der nachhaltigen Mobilität zu arbeiten. Du machst dir Gedanken zu den großen Fragen unserer Zeit und würdest gerne mehr erfahren über die Vereinigung Deutscher Wissenschaftler? Dann schau bei uns vorbei unter www.vdw-ev.de. Hier findest du alle wichtigen Informationen über uns, unsere Projekte und natürlich zur jungen VDW. Das war Einer muss es ja machen.